Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Karl, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin im besten Sinne des Wortes ein Verfassungspatriot. Und ich bin immer schon der Ansicht, dass die Menschen, die in diesem Land leben, ein Anrecht haben darauf, dass die Regierung funktioniert, dass an der Spitze der Regierung ein Bundeskanzler steht, der das Amt nach bestem Wissen und Gewissen ausfüllt. Ganz gleich, was auf parlamentarischer Ebene, auf innenpolitischer Ebene und anderswo an Turbulenzen gibt. Und mit diesem Verständnis war ich vor 2 Monaten bereit, dass ich gefragt wurde, das Amt des Bundeskanzlers zu übernehmen. Ich habe damals schon klargemacht, das ist ein Amt, das ich weder für mich gewünscht habe noch angestrebt habe, aber dass ich bereit bin, es zu übernehmen, mit enormem Respekt vor dem Amt, vor der Größe, aber dass ich es auch nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde. Das ist schlicht und ergreifend mein Verständnis von Dienst an der Republik, Dienst an der Gemeinschaft, von Teamarbeit. Wenn ein Schiff in Schlingern kommt und zu kentern droht und es ertönt der Ruf, bitte übernimm das Steuer, dann macht man das einfach. Und so bin ich gepolt. Das ist mein Ethos. Und mit diesem Verständnis habe ich dieses schwierige Amt in einer wahrlich turbulenten Zeit übernommen. Zugleich hat sich in den letzten Wochen auch gezeigt, dass die notwendige Trennung zwischen der Obmannschaft der Partei und der Führung der Bundesregierung à la longue problematisch sein kann. Und ich bin daher sehr froh und halte es für gut und richtig, auch im Sinne unserer repräsentativen Demokratie, dass beides wieder in einer Hand vereint ist. Und zwar nicht in irgendeiner Hand, sondern in deinen Händen, Karl. Ich bin wirklich persönlich froh, dass du dieses Amt übernimmst, oder beide, müsste ich jetzt sagen. Ich habe dich kennen und schätzen gelernt als Freund, als Partner, als Teamkollege. Und ich weiß, dass du jemand bist, der auf einem unglaublich starken Wertefundament stehst, aber gleichzeitig mit großer Menschlichkeit, mit Herzblut und einem enormen Verständnis für Dialogfähigkeit und Dialognotwendigkeit ausgestattet bist. Alles Qualitäten, die mehr als notwendig sind, um dieses Amt zu erfüllen. Und du hast ebenso wie ich ein Gespür für das, was es heißt, Team. Und Regierung ist ein Team. Eine Partei ist ein Team. Wir sind immer nur Teamplayer. Und ich freue mich sehr, in deinem Team jetzt arbeiten zu dürfen. Ich darf dir sagen, ich kann dir ein bestens funktionierendes Haus übergeben. Es ist ja für mich eigentlich das 2. Mal, dass ich die Ehre habe, ein Regierungsamt im Bundeskanzleramt zu übernehmen. Und es war für mich immer eine irrsinnige Freude, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesem Haus zusammenzuarbeiten. Sie sind enorm engagiert, enorm qualifiziert und sie sind sich auch der Verantwortung bewusst, die einfach mit sich bringt, dass man im Bundeskanzleramt arbeitet, in der Zentralstelle der Bundesregierung. Und das ist etwas sehr Schönes und ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich danken für ihr Engagement und die Zusammenarbeit. Und erlauben Sie mir auch, dass ich meinem persönlichen Team ganz herzlich danke, allen voran natürlich mein Kabinettschef Bernhard Bonelli, mit ihrer Bereitschaft in auch turbulenten Zeiten sofort da zu sein, mich persönlich zu engagieren, diesen Weg mit mir mitzugehen. Das waren schwierige Zeiten, aber auch schöne Momente menschlicher Natur, weil gerade in der Not und in den schwierigen Zeiten zeigen sich die wahren Qualitäten von Menschen. Ich bin vor zwei Monaten angetreten mit einem klaren Ziel, das Schiff der Regierung wieder in ruhige Gewässer zu bringen und die Substanzarbeit nach vorne zu stellen. Und ich glaube, beides ist gelungen und ich muss in diesem Zusammenhang auch dem Koalitionspartner und allen voran Vizekanzler Werner Kogler meinen Dank aussprechen und meinen Respekt zollen. Wir haben eine ganze Reihe von sehr substanziellen Beschlüssen, Krisensicherheitsgesetz, Budget, ökosoziale Steuerreform auf den Weg gebracht, das Sterbeverfügungsgesetz und zuletzt auch die Impfpflicht, die diese Woche noch in Begutachtung geht. Und auch in der Pandemie haben wir uns nicht gescheut, Verantwortung zu übernehmen, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Der Lockdown war unpopulär, das war eine schwierige Entscheidung. Die Entscheidung zur Impfpflicht eine noch schwierigere. Aber ich glaube, sie waren richtig. Wenn man sich die Zahlen anschaut, sie gehen nach unten. Und wir reden ja jetzt Gott sei Dank wieder darüber, was es vielleicht für Lockerungen in der nächsten Zeit geben könnte.
Das heißt, es ist manchmal notwendig, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Und es war schön zu sehen, dass hier auch ein Schulterschluss stattgefunden hat. Bund, Länder, aber auch parteiübergreifend. Und ich möchte da auch allen Beteiligten sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit auch in schwierigen Zeiten danken. Ich habe ganz persönlich das Gefühl, zweimal die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und ich habe jetzt die große Ehre und Freude, wieder in dem tollen Amt des Außenministers weiterzuarbeiten zu dürfen für dieses Land. Und ich kann dir nur sagen, Karl, ich werde mit Herzblut, so wie du, mit vollem Engagement und Einsatz dabei sein. Und erlauben Sie mir vielleicht am Schluss noch eine persönliche Bemerkung. Ja, ich weiß, die Zeiten sind angespannt. Ja, ich weiß, dass wir seit bald 2 Jahren in einer Pandemie stecken, dass viel Emotionalität da ist. Aber, und man muss ja nur sozusagen vor das Bundeskanzler anschauen, um das zu sehen. Seien wir uns doch aber auch immer wieder bewusst, in was für einem wunderschönen Land wir arbeiten, was es für ein Privileg ist, in Österreich zu leben, wie viel Gemeinsames wir haben, wie viel Tolles hier in diesem Land da ist einfach. Und starren wir nicht nur auf das Trennende, starren wir nicht nur auf das Spaltende, sondern sehen auch die Gemeinschaft in diesem Land. Für mich, für meine Person, war das eine enorme Ehre, diesem Land als Bundeskanzler dienen zu dürfen, und es ist eine Ehre, als Außenminister weiter diesem Land dienen zu dürfen. Danke sehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Alexander, ich möchte dir ein ganz großes Danke sagen. Du hast in einer Zeit das Amt des Bundeskanzlers übernommen, wo es schwierig war, wo tatsächlich du auch selbst als Mensch intensiv gefordert warst, gerade weil wir wissen, dass das Coronavirus, die Pandemie einfach uns alle schon mehr als belastet, und du hast genau in dieser Phase das Bundeskanzleramt von Sebastian Kurz übernommen. Sebastian Kurz hat diesem Land Jahre treu gedient als Bundeskanzler, hat in seiner Zeit viel weitergebracht für Österreich, für die Menschen in diesem Land, hat dann eine Entscheidung getroffen und diese auch umgesetzt, und du warst bereit, sofort da zu sein, wenn es darum geht, der Republik zu dienen, den Menschen in diesem Land zu dienen, völlig uneitel und nur daran interessiert, Lösungen zu finden, gerade jetzt auch in dieser intensiven Zeit, um das Virus zu bekämpfen. Lieber Alexander, ich sage das hier auch ganz persönlich, ich werde das dir nie vergessen. Du bist für mich Vorbild, wenn es darum geht, der Republik zu dienen. Ich möchte aber auch dem Bundespräsidenten danken, dass er so rasch uns angelobt hat. Ich möchte Vizekanzler Werner Kogler danken, dass wir davor vertrauensvolle Gespräche geführt haben, weil es jetzt notwendiger ist denn je, rasch in die Arbeit einzusteigen. Ich werde mein Amt als Bundeskanzler mit großer Ernsthaftigkeit und Respekt angehen, denn es gibt unglaublich viel zu tun. Das Coronavirus belastet die Menschen. Und für viele Menschen ist die Grenze der Zumutbarkeit die vielen Monate hindurch auch schon überschritten. Das heißt, es muss unser gemeinsames Ziel sein, jetzt die Zeit zu nutzen. Und ich werde im Anschluss mich mit den Expertinnen und Experten, mit dem Gesundheitsminister, mit den Vertretern und Vertreterinnen der Opposition zusammensetzen, austauschen, um die Entscheidungen für Mittwoch gut vorzubereiten, wenn es darum geht, das Land wieder auch gemeinsam aus dem Lockdown zu führen. Es braucht dafür Dialogbereitschaft, es braucht dafür Respekt voreinander, und es ist aus meiner Sicht dringend geboten, auf die Menschen zuzugehen, ihnen zuzuhören, ihre Sorgen und Ängste ernst zu nehmen und gleichzeitig auch Lösungen zu finden. Die Spaltung schadet uns allen als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Primäres Ziel muss es jetzt sein, genau denen, die Angst und Sorgen haben, zu zeigen, dass wir ihnen zuhören, dass wir sie ernst nehmen und gleichzeitig alles dafür tun, um eben den eigentlichen Feind der Freiheit tatsächlich zu bekämpfen oder so weit in die Schranken zu weisen, dass es uns unsere Freiheit nicht mehr nehmen kann, nämlich das Coronavirus. Sehr geehrte Damen und Herren von den Medien, ich werde entgegen der Tradition jetzt im Anschluss keine Serieninterviews geben,
weil die Arbeit im Vordergrund steht, der Austausch, um eben diese Lösungen zu finden. Ich bitte Sie um Verständnis und ersuche Sie, hier auch als Partner der Regierung, der Expertinnen und Experten mitzuwirken, wenn es darum geht, die Spaltung in unserem Land zurückzutreiben, das Verständnis füreinander wieder zu fördern und auch das aufeinander zugehen. Ich danke Ihnen dafür und ich nehme mit großer Demut und mit großem Respekt von dir das Amt des Bundeskanzlers, das mir der Bundespräsident übertragen hat, an. Dankeschön. Danke sehr.